einen Bugatti-Anzug nach Maß. Den bekommen heute die Spieler und Betreuer des SK Rapid. Für den damit betreuten Modeausstatter aus Wien kein leichtes Unterfangen. Die Oberschenkel, der Hintern oder Oberkörper jetzt auch schon. Also da ist es schwierig, den eigentlich einen Normalanzug zu geben. Da muss was geändert werden und dann passt eigentlich eine normale Größe selten und da muss das einfach zusammengestellt werden, dass das dann für den Fußballer optimal passt. Der in fünfter Generation geführte Familienbetrieb hat damit zum Glück Erfahrung. Mitte der 90er Jahre sind hier in der Thalia-Straße 74 in Otterkring die ersten Rapidler eingekleidet worden. Seniorchef Viktor Wagner erinnert sich noch ganz genau. Die haben genau mitgehört, er hat genau wollen, seine Vorstellungen, wie das ist, und die Schnitte haben ihn interessiert. Also die waren wirklich ganz engagiert, dass das ja tadellos passt, wie sie sozusagen sich nach außen präsentieren. Damals wie heute. Also so Flipflops im Sommer, wenn es so heiß ist. Ich habe es noch nie gesehen im Anzug, aber aus Zufällen entstehen ja manchmal Trends. Und jetzt schauen wir mal, wie es ankommt. Es ist mir nicht nur wichtig, dass sie gut angezogen sind, es ist mir vor allem wichtig, dass sie gleich angezogen sind. Und ist mir auch für mich wichtig am Spieltag, weil dann muss man sehen, dass irgendetwas Besonderes ist, dass ein besonderer Tag ist. Und das andere gilt halt einfach, dass man auch gegen außen den Zusammenhalt dokumentiert. Ja, was halten Sie dann von Trainern im Anzug? Kein Problem damit, habe aber auch das Gefühl, dass es nicht zu jedem Trainer passt. Glaube auch bei uns im Trainer, der soll eine gute Mischung finden dazwischen. Ja, ich glaube, das kommt, sage ich mal, ab Champions League, Europa League immer ganz gut an. Ich weiß nicht, ich glaube, zur österreichischen Liga passt es nicht so, wenn der Trainer mit dem Anzug draußen steht. Als Dortmund-Trainer ist es ein bisschen heiß, wenn ich dann den Dortmund aufwärmen muss, das geht sich nicht ganz aus. Ein Maßband, ein geschulter Blick, die Ernüchterung. Durch den Sport ist man sehr schlank und das müssen wir korrigieren. Nicht nur die Spieler haben dieses Luxusproblem. Bin überrascht, ich kann die gleiche Größe tragen wie unser Captain, also das spricht für mich. Oberkörpermäßig ist immer alles in Ordnung, aber wie gesagt, Oberschenkelwallen muss man ab und zu ein bisschen nachjustieren. Fesch schauen sie aus, die Rapidler in ihrem neuen Zwirn. Ihr Bugatti-Anzug hat sogar noch Luft nach oben. In der Schulter ist quasi so ein Band, Flexband. Und wenn man jetzt gerade heutzutage die engen, stylischen Anzüge trägt, unterstützt das natürlich die Bewegungsfreiheit. Und gerade, glaube ich, auch für die Fußballer ist das dann eine angenehmere Variante. Und dann kommt der Sakko dann nicht zu seinen Grenzen, sondern müssen sie mal probieren, ist dann quasi ein sehr komfortables Tragegefühl. Es ist very nice suit. It's beautiful and I think for me it looks very nice. Ich glaube, das ist nicht so groß. Das passt zu meinem Körper und ich bin zufrieden. Endlich geschafft. Nur dem Schneider ist noch nicht zum Lachen zumute. Ja, haben Sie gesehen, ich habe alles abgesteckt, taillieren, kürzen, Ärmel verlängern. Das ist einige Arbeit.